Und damit hallo und herzlich willkommen, meine lieben Retro-Freunde hier bei eurem Retro-Julie und willkommen zurück hier zu Mario Party 3. Wir sind hier mitten im Liebesduell gegen die gute Peach, denn nachdem ich hier mit Ach und Krach das Geschäftsspielbrett gerade so gewonnen habe, lässt mich natürlich Peach nicht ohne weiteres den Stempel gewinnen. Denn natürlich, ihr kennt das, man muss erst sie im Duell besiegen. Natürlich, das ist natürlich die optimale Gegnerin, wenn es um den Liebesstempel und das Liebessternchen geht. Daisy wäre noch in Frage gekommen, aber ich denke mal, Peach ist so die optimale Gegnerin. Ich hoffe, dieses Duell läuft ein bisschen besser bei mir als wie beim letzten Mal. Den Luigi habe ich doch schon ganz schön verkackt. Gut, das war neu. Es war das erste Mal, dass ich das Duell gespielt habe, aber ich hoffe jetzt auf Besserung gegen Peach und dass wir endlich unser verdientes Liebessternchen, damit wir unsere Liebelei endlich einsacken können. Gut, starten wir erstmal. Wenn es um Liebe geht, bin ich die Expertin. Das Liebessternchen muss mein sein, so spricht sie. Okay, Peach. Dann schauen wir mal, was du so drauf hast. Was kann man da machen? Natürlich, im Kampf. Auf zum Puste-Party-Duell-Spielbrett. Das klingt irgendwas mit Wind oder so. Nicht ja Wirbel oder dass da vielleicht irgendwie von einem auf der anderen Seite pustet was du? Keine Ahnung. Nun, wenn du fertig bist, dann ist unser Ziel Puste-Party. Ziel des Standaufzugs ist Booster-Party. Regen? Nö. Okay, fangen wir an. Okay. Es muss auf jeden Fall besser laufen. Vor allem, wenn ich hier an die Leistung anknüpfe beim letzten Gefechtsspielbrett, dann... dann... Ah, nicht böses, aber... Man muss hier immer das Beste hoffen, aber... Ciao, Mann. Willkommen, Yoshi. Runde Nummer 4 um das Liebesternchen. Du spielst in diesem Brett auf dieser Runde. Puste-Party, hier weht ein starker Wind. Wie gesagt, du bist so bestimmt von der einen Seite zur anderen irgendwie. Oha. Also schätze ich jetzt einfach mal. Treffen wir nun auf den Herausforderer. Ich liebe jeden und alles, Peach. Zuletzt noch die Einstellung. Ja, wissen wir. So, wir haben 20 Runden und so weiter und so fort. Und es geht los. So. Drückt mir den Daumen, damit ich es schaffe hier. Und eventuell beim ersten Versuch schon klappt. Blowhard. Blowhard, das kann man auch anders. Anders verstehen, aber egal, egal. Wir wollen es hier kindergerecht halten. Okay, Pete. Wer denkt mich Blowhard, hart blowen kannst, ja. Okay. Sei willkommen auf dem Puste-Party-Bot. Zunächst wird noch die Stadt rein vorgemittelt. Ja, ich werde mich umdrehen. Wenn er durch Vorderseite zeigt, ist Yoshi erster. Wenn er durch Rückseite zeigt, ist Peach erster. Okay. Und dreh dich und dreh dich und dreh dich. Und wer ist zuerst? Unentschieden. Dann musst du dich nochmal drehen. Aber wenn du jetzt nochmal ein Unentschieden machst, kriegst du und Peach stopp anfangen. Okay. Jetzt erst in der blauen Ecke. Zieht Peach. And in the red corner is Yoshi. Als nächstes wird die Position, wer krieg ich denn? Patter Platz! Wuhu! So, was war, konnte der nochmal? Der konnte durch den Gegner tun. Wenn ich jetzt Buhs Fähigkeiten nochmal wüsste. Ich mach ihn vorn. Wo er zwei Angriffen, aber nur allerdings nur ein Herz. 10 Münzen. Ich muss mir nochmal Boos Fähigkeiten anschauen. Lass die Spiele beginnen! So, ich schau mir. Also wenn ich dran bin, zuallererst mal die Karte an. Das ist glaube ich das erste, was ich hier machen muss. Schauen wir uns mal die Karte an. Also. Kann hier ganz normal hier hoch. Und hier ist
die Besonderheit ist wahrscheinlich. Hier ist so ein Windkanal. Ich schätze mal, wenn man hier drauf kommt, kommt man irgendwo raus. Oder man kann sich entscheiden. Da kann man jetzt noch nicht viel rätseln. Ich will mal kurz gucken, Partner. Bei Bu möchte ich gerne mal, was der nochmal konnte. Der Geisterbube kann gegnerische Angriffe zurückschicken. Ah, dann hätte ich ihn wahrscheinlich eher hinten platzieren müssen, aber ich hoffe, wir würfeln einigermaßen gut. Ja, damit kann ich leben. So, Peach war hier oben rechts, oder? Kann man den eigentlich nicht, kommt das nicht schneller machen? Ja, Peach war hier, die wird. Ist jetzt die Frage, wo geht's sie lang? Na, vier habe ich noch. Ein, zwei, ich weiß halt nicht, was das, ich lasse Peach das mal zuerst mal ausprobieren. Zwei, drei, komme ich auf dem Feld, das ist gut. Ich werde das Peach zuerst ausprobieren lassen, was das für, was der Windkanal da macht. Also, es sei denn, sie läuft da nach links. Ja, jetzt kann ich mal gucken. Ja, das habe ich befürchtet. Ah, okay, da kannst du dir die Richtung aussuchen. Das ist natürlich, jetzt könnte ich Toad angreifen, also jetzt könnte ich sie angreifen. Weil ich bin auf dem Weg. Sie hat Piranha-Pflanze. Es sei denn, so, Toad könnte jetzt, mein Bu, so, es sind beide besiegt. Happening. Partnerplatztausch. Also kommt jetzt Piranha-Pflanze vorn hin. So. Minispiel, oder? Ja. Das müsste ich möglichst gewinnen, um Münzen zu kriegen. Münzen vielleicht erstmal sammeln, um genug gutes Konto zu haben, um meine Partner mal bezahlen zu können. Das hatte ich schon mal bei meinem ersten Duell. Ja, nur loslassen. Du musst, glaube ich, nicht fangen, du musst, glaube ich, nur loslassen. Festhalten tut er sich, glaube ich, alleine. Ah, shit. Ey, ich hab doch... Hab ich? Ah, ne. Oh, ja, hätte ich doch. Gut. Komm, komm, komm. Oh, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Ja, oh, das ist stark. Also auf jeden Fall war ich jetzt besser als letztes Mal. Letztes Mal war das erste Mal, dass ich das Spiel hatte, aber jetzt... Jetzt war es auf jeden Fall viel, viel besser. So, sacken wir erstmal 10 Münzen ein hier. So, jetzt habe ich eine mehr wie Peach und sie müsste 5 zahlen. Ich hoffe, sie kann jetzt nicht... Ja, wenn ich jetzt... Wär cool, wenn ich jetzt anders... Oh, ich habe natürlich keinen... Ich muss ja eigentlich nach rechts. Das ist jetzt schwierig. Sie fahre jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Komme ich auf Schalke. Dann brauche ich auf jeden Fall einen Partner vorne. Wenn ich nach oben gehe, muss ich... Es ist beides. Ich muss schon einen Partner holen.
Bei Peach, höchstens Peach geht nach oben lang. Ich muss eigentlich hoffen, dass Peach nach oben geht. So, jetzt gehen wir nach rechts. Ich kriege ja Shy Guys Glücksspiel, also. Vielleicht habe ich ja Glück. Weil ich könnte zwar jetzt nach oben, aber dann muss ich ja wieder nach rechts laufen. Und wenn Peach jetzt hier lang geht, dann kommt sie mich entgegen und ich habe keinen Beschützer. Und dann macht sie mir 3 Schaden. Also gehe ich lieber nach unten, um erstmal einen Partner zu gönnen. Plus 10 Münzen natürlich. Wenn ich Pech habe, verliere ich den natürlich jetzt. Komm, mal muten. Der kann ja ihre Verteidigung vorne auf jeden Fall. Weil ich ja nach vorne laufe. Oha, jetzt. Mal gucken, was kommt. Ich hoffe, das mit dem... Oh, das hatte ich noch gar nicht. Glück Sky Roulette. Da brauche ich nicht. Ich muss irgendwas wählen und was so... Och man, warum kriege ich denn so einen Scheiß jetzt, ey? Ich würde kein großes Glück. Ich werde Bob-Bob probieren. Ich habe Bob-Bob gerade, vielleicht bringt es mir Glück. Muss ich den jetzt selber anhalten? Oder man hätte den... Nee. Scheiße. Aber klar. Vielleicht habe ich zu viel gezockt. Hätte ich vielleicht auf Sicherheit gehen müssen. Hätte ich jetzt 60. Das war eventuell zu viel. Zu viel gewollt. Mit niedrigeren Münzen hätte ich es vielleicht... Ach, ne. Peach ist ja noch dran. Jetzt verliere ich nur meinen Partner. In der nächsten Runde. Ja, das war klar. Jetzt müsste ich 2 Schaden kriegen, glaube ich. Alter, wenn ihr jetzt nach unten geht und ihr scheiß Piranha-Pflanze seine Fähigkeit einsetzt. Nee. Scheiße, ein Minispiel. Aber die wird's mit Sicherheit gewinnen. Wollen wir wetten? Wäre ja gut, wenn sie verlieren würde, weil dann könnte ich... Dann würde ich eh im Kreis laufen, weil ich... Natürlich hat sie gewonnen. Was auch sonst. Ich muss schon im Kreis laufen. Ich brauche Partner. Das ist hier einzige Jute. Man kann hier immer im Kreis laufen, um Partner zu kriegen, beziehungsweise Münzen. Komme ich jetzt nicht schon wieder bei Dings? Sniffet. Na, ich glaube, bei 10 Münzen kann ich schon riskieren. Was soll ich machen? Nee, dann nehme ich den großen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Kleinen gewinnen, ist ziemlich gering. Mega gering. Alter, wenn der jetzt gewinnt, ey. Der Kleine. Das ist eine Chance von 1 zu, keine Ahnung wie viel. Nee. Also wenn die Kleinen mal 4 oder mal 8 sind, kannst du sie noch nehmen. Dann ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit für 50-50 ungefähr. Aber alles, was ab mal 16 ist, das ist ziemlich gering. Na, immerhin 20 Münzen.
Jetzt muss ich überlegen. Jetzt muss man überlegen. Mal gucken, was Peach macht. Beziehungsweise, ich muss auch mal gucken, was Sniffit. Ja, sie wird jetzt auch wieder hinkriegen. Koopa. Muss ich schauen, mal gucken, wo sie lang geht. Jetzt könnte ich natürlich gegen Koopa kämpfen. Jetzt muss ich auch mal gucken, was Sniffit, was der so drauf hat. Seine Fähigkeiten sind ausgewogen und er kann sogar Münzen beschaffen. Okay. Eins, ja. Ich will werde gegen Koopa kämpfen. Sorry, dann mache ich ihr wenigstens einen Schaden. Mal Koopa 2 Leben, ihr habt ja. Oh, shit. Ich hab gedacht, der hat nur ein Leben gehabt. Ah, so ein Rückwärts. Dass ich jetzt rückwärts sehen könnte, wäre natürlich jetzt optimal, aber. Jetzt nicht angreifen? Freilich, ich könnte jetzt hier angreifen und jetzt 2 Schaden machen. Oh, ach, jetzt kommt das mal. Oh, werden die jetzt wohl auf ihre Position zurückgesetzt, wenn ich das jetzt mache? Ja, das wäre jetzt nicht so geil, wenn die jetzt wohl. Turbo-Tunnel, wenn die jetzt wohl. Hoffentlich wird die wohl da zurückgesetzt, wo sie war. Das ist. Rase auf einen Koopa-Panzer durch die Röhre übers Torfeld. Gewinnst du? Hatte ich das auch schon? Links im Uhrzeigersinn, rechts gegen den Uhrzeigersinn. Ich glaube, das hatte ich verloren. Hatte ich das nicht auch schon mal? Also gleich mal nach links. Willst du denn das sehen? Hab ich? Ja, wer? Ich wo? Ja! Oh, das war haarscharf. Guckt euch das an, Junge. 20 Münzen. Das war ein wichtiger Sieg jetzt. Jetzt nur noch hoffen, dass sie wohl zurückgesetzt wird auf ihre Position. Der, sie bleibt jetzt nicht da, oder? Ey, das ist ja übelst unfair. Jetzt kann die sich aussuchen. Jetzt kennt die sich aussuchen, wo sie lang geht, ey. Also das ist unfair. 1, 3, 4. Oh, ich gehe nach rechts. Könnte ich meinen Verteidigungspartner holen. Toll, jetzt hätte ich sie 2 Leben abziehen können, Mann. Da hinten natürlich. Was ist das? Glücksroulette, das passiert. Ach so, langsam. Doppelsniffet natürlich. Hey, der war doch. Hey, wo. Hä? Hey. Und den anderen hatte ich doch vorne, oder nicht? Hä?
Bin ich jetzt doof oder was? Jetzt hat die das auch. Na, wenn sie aber. Dann muss aber ganz schön blechen jetzt. Also, ich werde eben dann nach oben gehen. 10 Münzen muss jetzt. Und wenn die mich an natürlich einmal kriegen. Jetzt muss ich gucken. Muss ich gucken. Die dürfen mich jetzt nicht bekommen, ey. Nicht schon wohl, ey. Scheiße. Scheiße, scheiße. Also ich werde jetzt nicht mehr riskieren. Und dann kommt das auch noch. Oh nein, ey. Scheiße. Oh, noch so ein fucking Glücksspiel, ey. Dann sieht es wieder düster aus, wenn ich das jetzt verliere. Nimm der rechte. Ich werde auch nur eine Runde spielen, wenn ich jetzt gewinnen sollte. War ja klar, war doch klar, oder? Das war das Feuer bestimmt schon. Oh mein Gott, wie ich Duell hasse. Wenn die jetzt nach unten laufen kann, macht sie mich. Dann war's das. Ja, das war's. Die hätte mich jetzt fertig machen können. Ein Power-Up. Dann kosten sie 20 Münzen. Ja. Warum komme ich auf einmal auf dieses Kack-Scheigerfeld, Mann? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne, ich kann nicht, ich muss nach links. Bringt mir ja nichts. Ach, was ist denn das? Wie oft komme ich denn da drauf? Gut, jetzt, wenn sie zu drauf wird, dann hat sie mich sowieso. Na, das reicht, Wetten, das reicht. Aber egal, wo ich jetzt lang gegangen wäre, die hätte mich sowieso bekommen. Na, bye bye. Erster Versuch schon mal gescheitert. Ja, komm, mache hin. Vielleicht neu starten. Aber egal, welche Richtung es jetzt gegangen wäre. Es wäre scheißegal gewesen. Sie wäre sowieso hinten. Jetzt wäre sie nach unten gegangen, so wäre sie nach links gegangen, also. Ja, also wir sehen uns gleich wieder beim neuen Versuch. Da sind wir wieder. Diesmal bin ich zuerst dran. Das andere bleibt alles gleich. Ich habe wieder Buhu. Peach hat wieder tot und wir schauen mal, ob wir es diesmal schaffen. Ja, dann gehen wir wieder zurück. Schön. Ich war ja nicht vor Peach. Ich hätte dir gleich mal zwei Schaden. Oh. Aber ich darf noch mal einen aussuchen. Mini Bowser. Gucken, was Peachy macht.
Minispiel. Gucke ich danach mal, was Mini-Bowser so Schönes kann. Bis jetzt haben wir alle Minispiele gewonnen. Kann ruhig so weitergehen. Bilderrätsel. Was war das mit... Oder ja, genau das. Es gibt drei kleine Bilder, die mit einer großen Zeichnung einstimmen. Nur eins ist das Richtige. Okay, gucken wir mal. Ne, die sehen doch alle gleich aus, oder? Ach ne, erinnert mich. Das habe ich nicht gesehen. Ach, nur einmal! Also, dass es A nicht war, das habe ich noch gesehen. Aber die anderen zwei, was wo waren da jetzt der Unterschied? Könnte ich jetzt nicht sehen auf der Schnelle. Und das finde ich doof, dass da nur einmal machen muss. Da hätte ich auch Best of Three oder so gemacht. So, jetzt machen wir jetzt am besten. Und zwar erst gucke ich mal, was Baby Bowser kann. Er kann sich manchmal in Bowser verwandeln und dann teilt er dreimal so stark aus. Also musst du aber Glück haben. Eins, zwei, ja. Jetzt fahr aus. Ich werde erstmal auf Sicherheit gehen und nach rechts gehen. Ich weiß nicht, ob sie mich jetzt kriegt. Also wenn sie nach oben geht. Ne, geht's ja so ohnehin nicht. Wenn ich jetzt mal gut werfen könnte. Könnte ich sie eventuell schon mal schaden. Sniffet. Münzen kann sie da kriegen. Happening, mal sehen. Hoch noch. Hm. Sniffet kostet allerdings 10 Münzen. So, könnte ich sie doch gleich mal schaden, oder? Kann der nicht durch das? Ja, warum auch nicht? 1, 2, 3. Ich werde da mal nach links gehen. Um mir nochmal Münzen zu holen. Der Peach müsste jetzt einmal 12 Münzen blechen. Es sei denn, die kriegt von Sniffet wieder was supportet. Nächste Runde kann sie ihre Partner nicht mehr nehmen. Ach, da werden sie durchgewirbelt. Jetzt habe ich es mitgekriegt. Da werden die durchgewirbelt. Ey, komm, Bu, mach nicht wieder einen Mist, ey. Ja, oder? Danach verliert sie ihr Partner sowieso. Oh, ich wahrscheinlich auch. Mist. Oh, schade, dass ich es jetzt nicht kriege. Hm. Natürlich, natürlich. Es bleibt dabei, der Kommen wird einfach immer supported hier. Da kannst du machen, was du willst. Jetzt ist. Ja, jetzt wird sie tauscht. Das ist mir am Anfang gefallen. 1, 2, 3, ich muss zum Start. Oder warte mal. 2, 3, 4. Muss ich 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, P.
Peach, wo wollte ich jetzt lang gehen? Ich muss nach hier lang, oder? Nee, nach. Die kam von. Die. Nee, von hier kam so. Also muss sie hier lang. Ach nee, ich kann sie doch schaden. Ich kann sie doch schaden. Ey, komm, jetzt in Bowser verwandeln. Das wäre krass. One-Hit-Kill, Alter! One-Hit-Kill, Mann! Perfekt, Junge! Absolut perfekt! Game over Peach! Alter! Thanks! Bowser, Junge! Du bist der Beste, Junge! Oh! Wie krass ist das denn, Alter? Wow! Wow! Hervorragend! Betrachten wir die Ergebnisse! Als erstes die verbliebenen Herzteile. Peach 0, ich 6, das heißt S-Rang! Und endlich sind hier die Ergebnisse. Es ist nur Zeit, den Sieger bekannt zu geben. Yes, Mann! So muss das immer laufen, Junge! Und der Sieger heißt Yoshi! Ah, Buhu und Mini-Bowser bzw. Bowser haben mir den Sieg gebracht. Ah, gut, dass ich nochmal hingeguckt habe, ey. Ich wäre fast falsch gelaufen. Dank dem Power-Up, den ich gekriegt habe. Und bei nächster Runde werden alle bei der Fortune. Oh, das war jetzt Glück, Junge. Yeah! Klasse, Junge. Klasse. Sterne, wenn man Booster Party ist bei S, Junge. Jo. Dafür haben wir 6-mal S-Rang schon, Junge. Ja, du hast verloren, Peach. Oh. Niederschmetternd, so jammerte sie. Du hast wieder gewonnen. Ich will dir das Sternchen geben. Ich habe die Kraft der Liebe verdient, ist er? Die Liebe gehört jetzt mir. So, damit fehlen nur noch 3 Stück. Die Courage. Darum muss ich dann Dalauri im nächsten Part kümmern. Du erhältst das Liebessternchen. Dann glaube ich in den Crazy Cavern oder so. Auf jeden Fall in irgendeiner Höhle, das weiß ich. Es ist noch nicht vorbei. Hol dir noch das Mutsternchen. Aber bevor wir zum... Bevor wir... Hier weitermachen, mache ich an dieser Stelle einen Cut. Mit der Gruselgrotte geht es dann hier beim nächsten Part beim guten Lauri weiter. Er kann sich dann hier ein bisschen fürchten und ich hoffe natürlich, er wird mit Yoshi hier seinen Gegnern das Fürchten lehren und hier das Mutsternchen ergattern sowie das Grusel-Duell gewinnen. Mal sehen, was er sich da wohl auflegen beim Duell. Ich bin schon gespannt. Also Lauri, ich bin gespannt, wie du dich schlägst. Gefecht wird wieder S werden. Wie bisher immer. Duell wird knapp, aber ich freue mich schon, auf jeden Fall zu schauen, wie du dich geschlagen hast. Bei mir geht's dann danach weiter, glaube ich. Bei Luigi's Island müsste das sein. Da frage ich mich aber natürlich, weil denn noch eins fehlt. Kommt denn irgendwas? Es wird wahrscheinlich ein Bosskampf sein. Im letzten Stempel. Also schätze ich jetzt mal. Auf jeden Fall als nächstes große Grotte bei Lauri. Waluigi's Island bei mir dann wieder. Und dann schauen wir mal, was dann noch kommt. Ansonsten schaut bei unseren Party-Parts vorbei. Schaut bei Lauris Projekten vorbei. Schaut bei meinen Projekten vorbei. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und dann würden wir uns freuen, wenn wir uns hier an dieser Stelle
Wiedersehen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag und je nachdem, wann ihr das Video schaut oder mit Retro Julie. Out.